A Supermassive Games Production. The Dark Pictures Anthology. Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zum Comeback auf Feel Gaming TV. Ja, Freunde, heute ist es soweit. An Halloween kommt das erste Video nach langer Zeit auf diesem Kanal wieder online. Eine neue Let's Play-Reihe startet rein, perfekt zu Halloween. Und zwar die Weiterführung von dem Spiel Man of Medan. Also es ist quasi jetzt der zweite Teil, der hat aber glaube ich nichts mit dem ersten zu tun. Aber es ist von denselben Machern und wir haben Man of Medan gefeiert. Until Dawn war auch ein mega geiles Game, also es ist ein Spiel mit Entscheidungen. Und ja, ich habe mega Bock, das wird unsere neue Let's Play-Reihe werden hier. Natürlich wird Resident Evil VR-Brille auch noch weitergehen, Leute, keine Sorge. Aber ich dachte mir, das passt einfach perfekt. Das Spiel kam jetzt gestern neu raus und heute geht es hier weiter auf diesem Kanal. Deshalb sprengt den Like-Button für das Comeback, wenn ihr wieder die Let's Plays sehen wollt, wenn ihr sie vermisst habt die letzten Wochen und Monate. Aber Freunde, ich habe euch eins gesagt, ich will Spiele Let's Playen, worauf ich Bock habe, worauf ihr natürlich auch Bock habt. Und ja, bald steht die PS5 vor der Tür und da wird es auf diesem Kanal von Let's Plays regnen, wenn geile Spiele kommen. Und dann würde ich sagen, Freunde, checkt natürlich auch mein Instagram aus, mein Twitch-Kanal. Ich streame fast jeden Tag auf Twitch. Hintergrund ist jetzt auch ein bisschen rot angepasst. Können wir mal gucken, ob wir die Lampe hier anmachen oder ob wir sie auslassen. Aber so ist ein bisschen zu hell. Wir wollen es ja ein bisschen dunkler haben für Halloween. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in Little Hope. Little Hope. Soll die Facecam anbleiben bei solchen Szenen, Leute, oder wollt ihr sie aushaben? Schreibt's in die Kommentare. Happy Halloween. Einen Bus. Komm, ich lasse die Facecam einfach mal an, Chat. Ihr könnt mal reinschreiben. Grafik sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Die Reflexionen des Wassers am Boden spiegeln über den Horizont hinaus. Wer neu ist auf dem Kanal, der lässt natürlich jetzt sofort ein Abo da. Ist klar. Das Spiel werden wir nicht im Livestream zocken, sondern als Let's Play, weil das finde ich ist ein Spiel, das muss als Let's Play kommen. Und was wollen wir wetten? Jetzt knallt irgendwas gegen die Scheibe. Und wieder dieses Horror-Feeling. Perfekt an Halloween, ey. Ich hab Bock, Digga. Ich hab Bock, Alter. Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Ah, klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Also wir müssen hier auf jeden Fall wieder Entscheidungen treffen, wodurch dann Spieler entweder sterben oder die Story sich ein bisschen verändert. Solche Spiele liebe ich ja, wenn man selber als Let's Player darauf Einfluss haben kann. Deshalb finde ich es auch geil, weil ihr könnt somit dann auch, wenn ihr das Spiel habt, eure eigene Geschichte machen. Und jetzt seht ihr gerade meine Geschichte. Das feiere ich an diesem. Diese Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug.
Wie lange bist du nüchtern? Das genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Das ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Oh mein Gott! Jetzt kommt auf einmal diese Mädchen wieder, ey. Nein. Kurs aktualisiert. Ein Mädchen stand auf der Straße, weshalb der Busfahrer die Kontrolle verlor und einen Unfall verursachte. Hätten wir das verhindern können? Ich glaube nicht, ne? Alter. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Ich wusste, irgendwas kommt doch jetzt gleich irgendwann. Man hat richtig dieses Until Dawn-Feeling, ey. Ohne Witz, Until Dawn war mit eines der geilsten Story-Spiele, was Horror angeht, definitiv. Hör auf, James. Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich hab nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik... Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst jetzt so viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten Familie. Ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne! Wirklich ernst! Nicht jetzt! Voll der Stress da. Nicht heute. Bloß nicht. La la la. Scheiß, weiß ich, muss immer wegen Musik, wenn Musik kommt, ein bisschen labern und so. Anthony, Haus der Clark-Familie, Massachusetts. In letzter Zeit ständig. Kurz angebunden, lass ihn in Ruhe, nichts sagen, sie kommt immer zu spät. Was nehmen wir denn? Mit dem rechten Stick können wir jetzt die Entscheidung treffen, nichts sagen, kommt immer zu spät. Einfach mal nichts sagen. Jetzt geht's schon los mit der Entscheidung. Was macht das hier? Kam erst letztes Jahr raus. Selbst ein Kulturbanause wie du muss das toll finden. Das wird der Hit. Boah, sieht schon so unheimlich aus, ey. Die stand doch gerade auf der Straße, das war Safety gewesen. Ey, du Depp, hast du wohl auf die Platte auf? Sei kein Arsch, war keine Absicht. Ich würde sagen, war keine Absicht. Du musst nicht so grob zu ihr sein. War keine Absicht. Megan tut immer so, als sei es keine Absicht. Ich hoffe, die Musik macht keine Probleme hier. Deshalb muss ich immer die ganze Zeit ein bisschen dazwischen reden, wenn Musik läuft, Freunde. No one dead. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Wie läuft? Lass mich raten. Erst nüchtern wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Worum geht es diesmal? Dad ist betrunken, toller Vater. Dad ist betrunken. Dad ist betrunken. Wer hätte gedacht? Sie streiten sich doch andauernd. Es wird schon langweilig, wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum 1000. Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Was ist denn mit dem los? Typisch Dennis. Nicht er ist ein Idiot. Typisch Dennis. Das ist Dennis, wie er lebt und lebt. Er ist ganz er selbst. Wie überraschend. Warum habe ich das Gefühl, jetzt im Dachboden passiert irgendwas? Hey Dennis. Hey! Nicht jetzt, Schwesterherz. Ah.
Hey, spinn hier nicht so rum! Ach du Scheiße. Oh. Ah! Oh. Meine Güte, ey! Hast du mich erschreckt? Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte mein Vollbad genießen, um diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen. Die guckt schon so creepy, Alter. Da kriegt man richtig Paranoia von der. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Den Typen kenne ich irgendwo. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Das überrascht mich nicht. Bei Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ich verstehe nicht, warum alle auf ihr rumhacken. Okay, du edelster aller Ritter. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Besorgt. Sieh nach ihr. Lass Megan in Ruhe. Besser wäre es wohl, Megan allein zu lassen. Als ihre große Schwester habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Ja, klar. Als hättest du hier das Sagen. Sie ist nach oben. Ich finde sie. Ach du Scheiße. Bitte nicht, Alter. Lass mich in Ruhe. Die sollen mich in Ruhe lassen jetzt mit diesen... Halte R2 gedrückt von Aufheben Objekte. Benutze rechts um untersuchen. Manche Interaktionen verraten dir Geheimnisse. Von dir entdeckte Geheimnisse werden im Bereich Sammlungen und Charaktere gezeigt, okay? Boah, auf Oldschool noch, ey, krank. Früher hat man noch so die Sachen warm gemacht. Es gibt noch immer noch Haushalte, die so das Ganze erwärmen. Erhitzen. Rhythmus im Herstellen. Taste kann gewechselt werden. Ganz ruhig, okay. Das kennen wir auch noch von früher, ne? Duck. Das ist ja aber eigentlich voll easy, ehrlich. Voll der korrekte Sohn, Alter. Würde ich das aber auch machen. Kennt ihr das, wenn Eltern dann auf einmal morgens aufstehen und saugen? Und dann auf einmal... Pass besser auf deine kleine Schwester auf. Mom macht sich echt Sorgen um sie. Warum bloß? Tanja sieht nach ihr. Schon okay. Tanja sieht gerade nach ihr. Wie könnten wir eine heile Familie sein? Ihr seid so eine verdammte Satansbrut. Oh nein. Okay, jetzt geht's los. Wir müssen uns auch bewegen. Ich finde, das ist nochmal grafisch eine Steigerung zu Man of Medan. Also kommt's mir vor. So, wir gucken uns jetzt mal hier auf entspannt ein bisschen um. Wir werden natürlich die erste Folge auch circa eine halbe Stunde halten. Öffnen. Eieiei. Wo lang gehen wir denn hier? Ich habe Angst, dass hier irgendwas passiert. Erstmal das Haus erkundschaften. Wir dürfen natürlich nicht hier das Wasser vergessen. Dieses kleine Mädchen ist verflucht wie bei Resident Evil 7. Untersuchen wir das mal hier. Was ist das denn? Ach, scheiße. Warte mal so. Was steht denn da? Pupil Name. Pupil. Pupil. Untersuch das nochmal. So. R2. Name. Megan Clark. Anwesenheit. Einzelne Tage anwesend. 16 Tage zu spät. Hinten. Six wow. Week per... Megan steckt tiefer in der Scheiße als gedacht. Klärung der Benotung. Eieiei. Das sieht doch aus wie mein Zeugnis damals. Okay. Aber wenn man das wieder so sieht, die Perspektive ist schwer. Da kommen so Until Dawn-Erinnerungen hoch. Until Dawn war auf jeden Fall nochmal geiler als Man of Medan. Ich bin mal gespannt, wie dieses Spiel sein wird. Und worum es hier überhaupt geht. Verdammte Scheißuhr. Gott, Alter, Mann, ich hasse diese Jumpscares, Digga. Mann, ich bin so schreckhaft. Warum bin ich so ein schreckhafter Mensch, Mann?
Das geht mir so auf den Sack, dass ich so schreckhaft bin, ehrlich. Meine Güte, habe ich mich gerade erschrocken, ey. Boah, was ist denn in so einem verfluchten Scheißhaus hier, ey? Geht's da raus? Na, wollte schon sagen. Und jetzt erscheint die Schwester auf der Treppe. Gesperrt. Jetzt habe ich eine Ehrenrunde gedreht. Und jetzt? Der ist auf jeden Fall Rille, Alter. Ich soll mal eins abgeben. Ich mache auch gleich Rille. Da haben wir noch ein Foto. Lieber alles in Ruhe begutachten, Freunde. Nichts überstürzen. Ah, jetzt haben wir hier eine schöne Bar. Sogar diese eigene Bar hier und so. Auf entspannt. Shroud of Innocent. Perfekte Ablenkung von den Irren hier. Ein Muss für alle, die sich für die im Jahr 6. stattgefundenen Hexenprozesse von Salem interessieren. Ach du Scheiße, Schleier der Unschuld. Okay, draußen wieder Anthony, am... Anthony, wo zur Hölle bist du? Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend! Anthony, wehe, du antwortest jetzt nicht! Du hast recht mit meiner Familie. Ich glaube dir. Oh mein Gott. Tanja! Oh mein Gott. Was ist los? Habt ihr die Das gehört mich ausgesperrt! Es ist arschkalt! Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Ach du Scheiße. Mist! Megan! Mist! Wo bist Verdammt! Du? Verdammt! Es brennt! Die Küche steht in Brand! Ist nicht dein Ernst, oder? Ach du Scheiße. Megan! Tritt doch einfach die Tür rein, du Vollidiot! Also fängt sich das Feuer so krass schnell. Ach du Scheiße. Mom! Wo zur Hölle seid ihr? Anthony, Hilfe! Spring doch runter, das sind nur 3 Meter! Da wird ihr auch noch eingesperrt. Tust du da oben? Ich bin hier oben gefangen! Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe! Junge, tritt doch die Tür ein! Schlag du die erst! Ja, der checkt gar nichts! Fällt dir aber früh ein! Ich krieg keine Luft! Passt auf eure Küche auf, Leute. Lasst nichts einfach da stehen. Auf einmal unbeobachtet. Super, jetzt müssen wir noch spielen. Tanja helfen, Megan helfen. Boah. Ja, wir wissen ja nicht, dass die kleine... Ich glaube, Tanja. Anthony! Hilfe! Was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob das richtig war. Selbst ich klettere am Regenrohr hinunter, nutze das Fenster.
Scheiße! Nimm das Regenrohr! Geh zum Regenrohr und kletter runter! Eieiei. Ei, ei. Das ist doch viel zu rutschig eigentlich. Klar! Wir haben sie alle umgebracht. Ja, super Start. Megan weg, Tanja weg. Ja, jetzt würde ich mal zu gern wissen, was passiert wäre, wenn wir zuerst zu Megan. Jetzt müssen wir auch noch. Ey! Ja, und der kackt jetzt auch noch ab. Ah ja, klar! Fast zur Hölle, Alter. Also ich glaube, dieses Mal ist das Ziel nicht alle zu überleben zu lassen, sondern alle umzubringen. Scheiße, ey. Ja, aber wo soll ich das wissen? Kann man ja nicht wissen. Oh mein Gott, der hat das auch noch an der Hand. Was hast du getan? Mom, hier! Es ist zu spät! Was zur Hölle? Ey, alle sind gestorben. Alle. Und deshalb hat der Fahrer auch gerade dieses kleine Mädchen gesehen. Oh, oh, oh. Ja, das ist jetzt das Intro vom Game, Leute. Ich muss jetzt labern, weil sonst kommt die GEMA und ihr wisst Bescheid, ne? Das sind ja immer die typischen Intros von den Games. Das war das Intro von A Little Hope. Yeah. Okay, wir ziehen uns das Intro rein, Leute. Ich bin gespannt. Was... Oha, Digga, dum, staring Will Powder in a main. Ach du Scheiße, Digga, was sind hier rechts für Bilder wieder und so? Das kann was werden, Leute. Es geht los, Little Hope. Es geht weiter, Leute. Das ist genau der, der die Rolle von John Abruzzi aus Prison Break bei Until Dawn übernimmt. Hallo und willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, oder? Macht nichts. Willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator. Der Hüter all dieser grandiosen Geschichten. Und für Sie habe ich eine ganz besondere. Es geht wieder los, der Kurator. Also ich glaube, die bringen jetzt anscheinend so mehrere kleine Teile raus von diesem Game. Wird unruhigend, nicht? Shit. Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und Ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten Sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Okay. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Hm? Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Jede Wahl, die Sie treffen, hat Folgen. Ihre Entscheidungen beeinflussen auch andere. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab. Von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist, nur dir selbst allein sei treu. Doch
Ich bin hier, um aufzuschreiben, was sie tun, nicht um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu, so scheint es. Boah, die Melodie im Hintergrund, kennt ihr die noch? Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie, zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Ich mag schöne Beerdigungen. Eieieiei. Und das war das Intro von Little Hope. Freunde, wir machen genau an dieser Stelle bei der nächsten Folge weiter. Ich denke, ich werde das Spiel jeden zweiten Tag bringen, weil das Spiel hat eine Spielzeit von 6 bis 8 Stunden. Lasst auf jeden Fall alle jetzt schon mal einen dicken Daumen nach oben da, wenn euch das Intro gefallen hat. Ich fand es auf jeden Fall krass, da wie alle am Anfang gestorben sind. Ich denke mal, wir hätten es, glaube ich, gar nicht verhindern können, dass irgendeiner da überlebt. Also, ich glaube nicht, wenn wir zur Tochter gerannt wären, zu der Kleinen, dass die andere da überlebt hätte. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen, Freunde. Ihr könnt das Ganze ja auch nochmal testen zu Hause. Und ich würde sagen, nehmt den Like-Button auseinander. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und damit würde ich sagen, euer Rille Peter ist raus. Macht's gut, haut rein und ciao.